So, kleiner Vorgeschmack auf das Abschlussfeuerwerk nachher. Wir fangen an mit unserer kleinen Tigerhead-Batterie. Kaliber 20 mm, Netto-Explosivmasse 33 Gramm. Als nächstes geht es weiter mit unserer Pluto, die hat bereits 122 Gramm NEM und auch im Kaliber 20 mm. Eine Moon Explorer, 19 Schuss, 135 Gramm Netto-Explosivmasse, Kaliber 20 mm. Als nächstes eine unserer mit doch wirklich schönsten Batterien, eine Superbombette mit jeweils 139 Gramm Netto-Explosivmasse, Kaliber 30 mm. So, wir machen weiter nach der Superbombette mit der Batterie Rockstar, 19 Schuss und 143 Gramm NEM, Kaliber 20 mm. Als nächstes kommt eine leise Batterie, das ist die Mirakel. Die hat 200 Schuss, 144 Gramm Netto-Explosivmasse im Kaliber 12 mm. So, jetzt geht's weiter mit der Russian Roulette, 14 Schuss, 158 Gramm Netto-Explosivmasse, Kaliber 25 mm. Gar nicht mal schlecht, die Kleine. So, als nächstes haben wir für euch eine 300-Schuss-Batterie, die Wespennest, 161 Gramm Netto-Explosivmasse, eine reine Luftheuler-Batterie. Das war unser Wespennest mit 300 Schuss. Als nächstes die Challenger. 30 Schuss, 162 Gramm NEM,
Kaliber 19,5 mm. Weiter geht es mit der Nightbeam. 25 Schuss, 163 Gramm NEM, Kaliber 20 mm. Als nächstes die Nummer 11 auf unserer Liste, Graffiti, 12 Schuss, 170 Gramm NEM, Kaliber 25 mm. Nicht mal so verkehrt. Als nächstes die Lucifer, 30 Schuss, 174 Gramm NEM, Kaliber 20 mm. Als nächstes geht es weiter mit der Dragon Eye. 13 Schuss Batterie, 176 Gramm NEM, Kaliber 29,5 mm. Als nächstes die Nummer 14 auf unserer Liste, die Nightstar mit 15 Schuss, 180 Gramm NEM, Kaliber 25 mm. Das war die Nightstar. Als nächstes die Hyper, eine 30 Schuss Batterie, 180 Gramm NEM, Kaliber 16 mm. Als nächstes Nummer 16, die Space Trap, 28 Schuss, 188 Gramm NEM, Kaliber 22 mm. So, als nächstes haben wir die erste Stufenbatterie des Abends, die Stairway to Heaven. Eine 35-Stufen-Batterie mit 195 Gramm Netto-Explosivmasse. Maximales Kaliber dieser Batterie 30 mm.
einen kleinen Moment Pause. Da scheint gerade noch ein bisschen. Unser Kollege macht es eben gerade mal kurz aus. Ja, auch sowas kann passieren. Ein Feuerwerk ist und bleibt nun mal ein Business, was auch unter Umständen ein bisschen gefährlich sein kann. Aber auch hier, wir haben genug Sicherheitsabstand, das ist alles kein Problem. So, ich frage mal kurz, wie sieht's aus? So, wir warten mal kurz einen Moment auf das Go. Safety first. Ich denke mal, jeder hat dafür Verständnis. So. Haben wir die Freigabe weiterzumachen? Ja. Okay, super. Als nächstes unsere Batterie Fanstyle. Dann muss ich mal kurz gucken auf meinem Zettel, wo die hier ist. Das war die Nummer blablabla, die 19. Die Fenster ist die 18, eine Seifenfächer, 196 Gramm NEM im Kaliber 20 mm. Jo, gar nicht mal schlecht, ne? Als nächstes unsere Batterie Cosmos, eine 36 Schuss Fächerbatterie, 197 Gramm NEM im Kaliber 18 mm. Wir ernähren uns langsam den Schwergewichtigen. Wir packen 100 Gramm NEM drauf. Als nächstes die Bombastica. 27 Schuss, 297 Gramm NEM, Kaliber 20 mm. Das Teil ist krank. Als nächstes, wir machen weiter mit unseren Schwergewichten. Die Noisemaker 30 Schuss, 318 Gramm Netto-Explosivmasse, Kaliber 23 mm. Als nächstes haben wir unsere Erde mit 30 Schuss, 360 Gramm NEM im Kaliber 25 mm. Okay, das sollte es eigentlich sein. Ich glaube, da hat ein Zünder versagt. Kein Problem. Wir machen weiter. Oh, die kommt noch. Okay, vergesst es. Entschuldigung, mein Fehler. Also das ist unsere Erde. Scheiße, das Ding ist echt krass. Als nächstes haben wir mal eine leise Batterie, 480 Schuss, ein Kometenspektrum, 375 Gramm NEM, Kaliber 8 mm. Jo, klein aber fein.
Die gibt es bei uns auch recht günstig. Das war die Kometenspektrum. Wir machen weiter mit unseren Schwergewichten. Die Spaceballs, 32 Schuss, 384 Gramm Netto-Explosivmasse, Kaliber 25 mm. Als nächstes in unseren Schwergewichten die Bomberdrachen 19 Schuss Batterie, 400 Gramm Netto-Explosivmasse, Kaliber 30 mm. Gleich hinterher die Flash Attack, 47 Schuss, 400 Gramm NEM, Kaliber 20 mm. Wir machen weiter mit der Batterie Mayday, 42 Schuss, 420 Gramm NEM, Kaliber 25 mm. Als nächstes die Incredible, eine 21 Schuss Batterie, 466 Gramm NEM, Kaliber 30 mm. Moment, wir sehen da lodert gerade ein freundlich Lämpchen. Unser Kollege ist schon auf dem Weg, das eben mal kriegen auszumachen. Wer bei Metal Fancy Feuerwerk dabei war, der kennt das. Da hat der ganze Rasenmäher gebrannt hinterher. Aber gut, kein Problem, sowas kann passieren. Ne? Das ist, denke ich mal, eine der leeren Batterien, die wir vorhin rausgeholt haben. Sowas sollte nicht passieren, kann aber immer noch passieren. Wir stecken auch nicht drin im Prozess der Herstellung. Trotzdem, ihr seht selbst, der Riesensicherheitsabstand, den wir haben, damit sind wir auf der sicheren Seite. Dass sowas, auch wenn es passiert, unsere Zuschauer und Besucher hier nicht gefährdet. Vielleicht noch kurz in dem Moment ein bisschen Werbung in eigener Sache. Alles, was wir hier vorführen, könnt ihr in Nadelingen bei uns im Silvesterverkauf am 29. und 30.12. erwerben. Wir machen schon morgens ab um 6 für euch auf bis 18 Uhr.
am Rathausplatz 6, direkt neben dem Spielzeugladen. Und was auch noch ganz interessant ist, unser Abschlussfeuerwerk nachher. Ich weiß, dass der Wettbewerb erzählt hat, ihr könnt ja selber euer Feuerwerk machen für euren Geburtstag oder was weiß ich, für eure Hochzeit. Kriegt eine Palette hin, könnt ihr anzünden. Ja, das stimmt, natürlich könnt ihr das. Ihr braucht bloß eine Genehmigung vom Ordnungsamt holen. Aber die Frage ist, wollt ihr euch bei einer Hochzeit oder beim Geburtstag mit Silvesterfeuerwerk zufrieden geben? Oder wollt ihr lieber was vom Profi haben? Denn was die Profis für euch tun können, das zeigen wir euch gleich nach dem Vorschießen. So, ich sehe, da hinten ist alles gut. Lars, Alex, Feuer frei? Jo. Alles klar, wir machen weiter. Als nächstes haben wir die Batteriedruckwelle 452 Gramm NEM, Kaliber 25 mm. Jetzt kommt die Knight Rider 36 Schuss, 456 Gramm Netto-Explosivmasse, Kaliber 26 mm. So schlecht. Als nächstes kommt ein Lichtschiff von uns, eine Stufenbatterie mit 52 Schuss, V-Code Red, 457 Gramm Netto-Explosivmasse, Kaliber 30 mm. Weiter geht es. Als nächstes haben wir eine Verbundbatterie, die Schwarz-Rot-Gold, 30 Schuss, 459 Gramm Netto-Explosivmasse, Kaliber 30 mm. Schwarz-Rot-Gold, eine 3er-Verbundbatterie. Als nächstes eine 43-Schuss-Batterie Death Valley, 460 Gramm NEM, Kaliber 30 mm.
wir nähern uns der dunklen Seite. Die Master of Darkness ist unser nächster Effekt. Eine 49 Schuss Batterie, 463 Gramm NEM, Kaliber 25 mm. Weiter geht's in der Größe. Die Full Energy, 27 Schuss, 463 Gramm, Kaliber 30 mm. Sie startet hier mit einer kleinen Kompetenz. Ich weiß nicht, ob man das da hinten sehen kann, aber keine Sorge, die geht noch richtig los. Wir haben als nächstes die King Kong, 41 Schuss, 476 Gramm NEM und auch Kaliber 30 mm. Nächstes unsere Samurai, 36 Schuss, 477 Gramm NEM, auch Kaliber 30 mm. Als nächstes unsere stärkste Einzelbatterie, die Bestie, 36 Schuss, 500 Gramm Nettoexplosivmasse, Kaliber 26 mm. Abwarten. Thank you.
jetzt kommt unsere vorletzte Batterie der K2-Serie, die Hochspannung, 105 Schuss, 583 Gramm Nettoexplosivmasse und das Ganze Kaliber 30 mm. Okay, die kommt nicht. Eine Liga 5 Versager, kein Problem. Wir nehmen die nächste. Und zwar ist das eine Fantastic Four mit 74 Schuss, 793 Gramm Nettoexplosivmasse, Kaliber 30 mm, eine Verbundbatterie. Wir haben gerade entschieden, wir werden die Hochspannung für euch doch noch zünden. Unser Kollege schaut gerade nach der Anzündsätze, der Ersatzzündschnur, weil jede Batterie hat natürlich eine Aufzündschnur, eine Ersatzzündschnur. So, ich gucke mal, ob es das findet. Wie sieht's aus, Alex? Ja, das sieht ganz gut aus. So, in der Zwischenzeit, ich bitte doch schon mal jemanden hier, die Box mit unserem Gewinnspiel herzubringen, dass wir auch gleich anfangen können, die Gewinner auszulosen von unserem Feuerwerkspaket im Wert von 50 Euro, 100 Euro und 150 Euro. Diese können am 29. und 30. ab 6 Uhr morgens bei uns abgeholt werden in unsere Filiale. Oh, danke. Die Hochspannung 105 Schuss, 583 Gramm LN, Kaliber 30 mm. Manchmal muss ich das Feuerzeug nachhelfen. So, ich bräuchte bitte mal die Losbox. Wo ist das Glückskind? Ah, das Glückskind trägt